Kingsley Coman soll sich entschieden haben. Er möchte den FC Bayern München verlassen. Zu welchem Verein, für welche Summe, das erfahrt ihr gleich alles hier. Zudem haben die Bayern jetzt einen XXL-Plan rund um Florian Wirtz gefasst. Ja, man will ihn holen, in diesem oder im nächsten Jahr oder wann auch immer, das erfahrt ihr auch gleich hier. Zudem gibt es auch noch ein exklusives Interview von Nico Schlotterbeck, auch das gleich hier in diesem Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Und checkt doch gerne mal Instagram ab, buddy-inside für, ihr wisst es, noch mehr News. Ja, aber damit gehen wir doch rein in das erste Thema. Die Zeit von Kingsley Coman beim FC Bayern München, die könnte jetzt wohl abrupt in diesem Sommer enden. Dass er einer der Verkaufskandidaten ist, das ist nichts Neues, darüber haben wir schon oft gesprochen. Jetzt haben es aber die Medien auch vermeldet, denn im Bild-Podcast Bayern Insider, da heißt es, Kingsley Coman will im Sommer eine neue Herausforderung antreten. Die Zeichen stehen hier ganz klar auf Trennung. Seit 9 Jahren ist Kingsley Coman bei den Bayern, natürlich seine Zeit von vielen, vielen Verletzungen, körperlichen Problemen geplagt und er möchte jetzt eben einen Neustart, er möchte neu angreifen und die Bayern stehen ja auch einem Coman-Abschied offen gegenüber. Der 28-Jährige hat zwar noch Vertrag bis 2027, aber es gibt ja unter anderem auch schon Interesse vom FC Barcelona beispielsweise, von Paris Saint-Germain. Die Ablöse, die muss zwischen 40 und 50 Millionen Euro sein, dann dürfte wohl Kingsley Coman den Verein verlassen. Die Bayern sehen in ihm nicht nur eine potenzielle Ablöse, sie sehen in ihm eben auch noch zusätzlich ein Einspannnis beim Gehalt. Circa 17 Millionen Euro verdient der Franzose in München. Seinen Nachfolger, den hat man bereits, Michael Olaiz, der kommt von Crystal Palace. Und man hat natürlich auch noch Leroy Sané, Serge Gnabry und sucht ja immer noch einen neuen Spieler. Nur weil Kingsley Coman geht, heißt das nämlich nicht, dass Gnabry oder auch ein Sané hier fest bei den Bayern bleiben. Wobei man sagen muss, bei Sané sieht es schon sehr stark nach Verbleib aus. Ja, und so scheint es, dass die Zeit von Kingsley Coman beim FC Bayern München in diesem Sommer endet. Wir behalten das natürlich weiterhin im Auge, ob es dann da irgendwann nochmal ein konkretes Angebot eines Clubs gibt. Falls ja, dann erfahrt ihr das wie immer hier als erstes. Und wer jetzt auch den Verein verlässt oder zumindest mal nicht wieder zurückkommt, das ist Ian Maatsen. Ihr seht ihn hier im Hintergrund im Trainingsanzug von Borussia Dortmund. Und dieses Logo wird er nicht mehr auf der Brust tragen. Denn jetzt ist mittlerweile auch klar, ja, er hat seinen Vertrag bereits unterschrieben. Der Wechsel von Ian Maatsen zu Aston Villa ist in trockenen Tüchern. Sky hat darüber berichtet, 6-Jahres-Vertrag hat er unterschrieben. Mehr als 40 Millionen Euro Ablöse fließen an den FC Chelsea, muss man ganz klar sagen. Das war nämlich auch der Knackpunkt. Diese 40 Millionen Euro, die konnte und wollte Borussia Dortmund für den 22-jährigen Niederländer definitiv nicht ausgeben. Er wäre sehr, sehr gerne bei den Borussen geblieben, das hat alles gepasst. Aber ganz ehrlich, für diese Ablöse war es die richtige Entscheidung meiner Meinung nach, dass man ihn nicht gehalten hat, denn das ist einfach zu viel. Mit dem Geld könnte man, weiß Gott, noch was anderes machen. Und damit kommen wir weiter zu einem absoluten Top-Thema. Xavi Simmons, er ist das auserkorene Ziel von Max Eberl und den Bayern. Im Raum steht aktuell, dass man ihn nur ausleihen kann. Und jetzt kommt nämlich der Hammerplan dahinter. Das ist jetzt tatsächlich ein relativ kurioser Bayern-Transferplan. Und der könnte jetzt tatsächlich, ja, ich sage mal, in die Tat umgesetzt werden. Denn das geht auch aus dem Bayern-Insider, aus dem Podcast hervor. Die Bayern denken gerade aktuell darüber nach, ob sie Xavi Simmons als Art Übergangslösung holen. Und dann, seht ihr ihn schon im Hintergrund, im nächsten Jahr ernst bei Florian Wirtz machen. Ja, das ist alles jetzt erstmal nur ganz vage. Natürlich wäre vermutlich den Bayern das Liebste, beide Transfers fix zu machen. Es ist aber so, dass Paris Saint-Germain aktuell für einen Transfer durchaus offen ist, allerdings nur auf Leihbasis. Ein Verkauf im Sommer, in diesem Sommer kommt für Paris nicht in Frage. Im nächsten Jahr dann wohl schon eher. Im Sommer 2025 könnte man theoretisch Xavi Simmons aus seinem Vertrag rauskaufen. Chefreporter von der Bild, Tobi Altscheffel, der hat jetzt tatsächlich einen Bericht dazu rausgegeben, dass man grundsätzlich bei den Bayern gar kein Problem mit einer einjährigen Leihe hatte, denn Xavi Simmons könnte als eine Art Übergangslösung dienen, bis die Münchner dann 2025 Florian Wirtz holen. Der DFB-Star steht definitiv in diesem Sommer nicht zum Verkauf. Im nächsten Jahr, im Sommer 25, da wird er aber aller Voraussicht nach auf dem Transfermarkt landen. Dann wird es ein Tauziehen mit allen ganz großen Clubs und da könnten die Bayern natürlich diese
60, 70, 80 Millionen Euro, die sie für Xavi Simons vielleicht in diesem Jahr ausgeben müssten oder bereits dann im nächsten Jahr, wenn man so eine Kaufpflicht oder Kaufoption mit einbaut, die könnte man sich sparen und in diese 120 bis 150 Millionen Euro, die man eben für Florian Wirtz bezahlen müsste, hineinstecken. Das ist jetzt erstmal natürlich nur ein Plan in, ich sage mal, einer ganz groben Rohform. Xavi Simons ist auch wiederum die Frage, ob er sich auf sowas einlassen würde. Grundsätzlich aber wahrscheinlich schon. Denn da gab es jetzt immer wieder die Gerüchte, dass er eigentlich gar nicht so richtig Lust hat auf einen festen Transfer. Er würde einfach gerne nochmal ein weiteres Jahr per Laie in der Bundesliga spielen. Ob eben bei den Bayern, wenn er dort dann auch gesetzt ist, oder bei Leipzig, wo er ja absolut gesetzt ist, das ist dem Spieler so ein bisschen eher egal. Florian Wirtz ist aber immer noch Transferziel Nummer 1 für den Sommer 2025. Das können wir definitiv so festhalten. Und jetzt müssen sich natürlich die Verantwortlichen bei den Münchnern überlegen, wie sie das ganze Ding realisieren können. Was sagt ihr? Ist das ein Masterplan oder ein Plan, der zum Scheitern verurteilt ist? Zum Scheitern verurteilt ist es das auch vielleicht die deutsche Nationalmannschaft, weil Toni Rüdiger morgen nicht mit dabei ist. Genau da ist jetzt nämlich eine Entscheidung gefallen. Wie ist der Zustand von Toni Rüdiger? Kann er denn morgen spielen? Und da können wir sagen, es ist so, dass er tatsächlich im Abschlusstraining dabei sein wird. Die Bild hat nun berichtet und die Abendzeitung auch. Er wird dabei sein. Er trainiert zwar aktuell noch individuell, aber gegen die kommenden Gegner, gegen Dänemark, wird er wohl aller Voraussicht nach auflaufen können. Und dann wird er, das ist ja eigentlich auch schon fast sicher, neben Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung spielen. Man muss ja kräftig umbauen, weil Jonathan Tah nicht mit dabei sein wird. Und da ist natürlich jetzt auch Nico Schlotterbeck mal so ein bisschen, ich sag mal, in die Richtung befragt worden. Sein letzter Auftritt für die Nationalmannschaft bei einem großen Turnier in Katar, der lief nicht so rund. Wir gucken uns mal an, was er da jetzt genau gesagt hat. Das wäre nämlich auch schon das letzte Thema jetzt in diesem Video von mir. Lass gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Aber damit gehen wir rein in das Interview. Hallo Nico, du hattest keinen leichten Start unter Julian Nagelsmann, bist jetzt zum ersten Mal von ihm berufen worden und er hat im vergangenen Oktober ziemlich klar gesagt, was er von dir erwartet, mehr Konstanz, weniger Fehler. Hat dich das ein bisschen geärgert oder hast du da eine besondere Motivation draus gezogen und hast du jemals gezweifelt, bei der EM hier dabei zu sein? Ja, keinen leichten Start. Unter Julian hat mich dreimal nicht nominiert, glaube ich. Hat Konstanz erwartet. Ich glaube, ich habe sie dann auch gebracht, deswegen bin ich dabei. Aber natürlich zweifelt man daran. Ich bin, glaube ich, der einzige Neue im Kader seit dem März Länderspielen. Deswegen ist es, glaube ich, eine Bestätigung für meine Leistung. Bin auch richtig happy darüber, hat mich riesig gefreut. Und habe, glaube ich, die letzten Monate alles dafür gegeben, auch hier dabei zu sein. Und deswegen bin ich schon happy und stolz, auch dass ich es geschafft habe. Nach diesem Spiel bei der WM in Katar und diesem Gegentor gegen Japan, wie weit verfolgt es einen oder kann man sowas komplett streichen? Ist ja wie jetzt ein K.O.-Spiel, da darf man sich keine Fehler erlauben. Hat dich das im Nachgang noch belastet oder sagst du, das ist gestrichen und das interessiert mich nicht mehr? Gut, ist jetzt über anderthalb Jahre her, du sprichst es immer noch an. Das heißt, es verfolgt euch, nicht mich. Ich kann damit umgehen. Ich habe damit viel Kritik abbekommen. Mir ist relativ egal mittlerweile, was da passiert ist. Es ist halt passiert damals. Ich wollte nicht, dass es passiert, aber wie gesagt, es ist anderthalb Jahre vorbei. Ich konzentriere mich jetzt auf die nächsten Spiele und ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr passiert.